Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Kinospaziergang. Heute geht es um die Heimat. Es geht um die Firma Eumig, Elektrizitäts- und Metallwarenindustriegesellschaft. Und heute geht es konkret um eine Filmkamera. Köln 1978. Die Vorbereitungen für die herrlich stattfindenden Fotokina sind voll im Gange und die Aussteller arbeiten sehr, sehr emsig für die Vorbereitungen. Unter die Aussteller ist auch die österreichische Firma Eumig. Und wenn Eumig ihre Anwesenheit mit neuen Produkten bekannt gibt, dann ist was los, weil irgendeine Weltneuheit ist wieder vorbereitet. Die Ankündigung ist, dass eine neue Allwetter-Familienkamera zu präsentieren ist. Ungeduldig erwartet die Aussteller und überhaupt die Werbewirtschaft nach die neue Sportmaster. Die Markteinführung von dieser Kamera sollte im Februar 79 sein. Aber so wie immer bei der Firma Eumig, dieser Versprechen kann nicht eingehalten werden und die vielversprechenden Voraussetzungen für diese Markteinführung ist ein Fiasko. Die Idee für die Entwicklung für diese Filmkamera von Eumig ist eigentlich in Yverdon in Schweiz geboren. Dort sitzt nämlich das Entwicklungsabteilung von der Firma Eumig. Und ein junger Designer, ein junger Ingenieur hat gemeint, er baut die Kamera, die einfach wasserdicht ist, staubdicht ist und für Aufnahmen für Über- und Unterwasser geeignet ist. Die Kamera sollte bis zu einer Tauchtiefe von 40 Meter geeignet sein. Die Kamerapräsentation läuft unter zwei Slogans. Die Allwetterkamera, eine echte Urlaubskamera für jede Gelegenheit. Und das zweite ist die Hausfrauenkamera. Bitte, diese Hausfrauenkamera ist keine sexistischer Begriff von mir, sondern damit sollte dokumentiert werden, dass die Kamera so einfach in die Handhabung ist, dass jede Hausfrau sofort hernehmen und filmen kann. Aber zurück einmal, warum die Kamera nicht rechtzeitig für den Verkauf freigegeben wurde. Üblich war bei der Firma Eumig, dass alle Teile einfach zu Hause bei der Firma Eumig fertiggestellt wurden. Als erstes stellt sich heraus, kurz vor die Ausstellung und Präsentation heraus, dass der Markenname Sportmeister, so wie die Kamera heißen soll, einfach geschützt ist und in viele Länder der Welt diesen Name nicht verwenden darf. Unter Zeitdruck und diverse Schwierigkeiten sich daraus ergeben haben, versuchte man einen neuen Namen zu finden. Der neue Name wurde bald empfunden, war wohlklingend, aber einfach ein Fiasko für diese Kamera. Auf einmal, statt Sportmaster, hieß Nautica. Damit war auf einen Schlag die Kamera degradiert zu einer Kamera nur für Marine oder für Wasseraufnahmen und so weiter und so fort. Aber keine Spur von der Einfachheit dieser Kamera für eine Hausfrau. Als zweites kommt dazu, die geplante Markteinführung im Februar verzögert sich, weil der Subunternehmer, die Teile der Kamera anfertigen sollte, war mit diesem Großauftrag
überfordert. Nun müsste die Kamera in der Schweiz gebaut werden und die Teile in der Schweiz vorbereitet werden. Mangels Personal griff man zurück auf junge Sennerinnen, die im Winter keine Arbeit hatten. Diese Personen wurden einmal eingeschult und sie sollten die Teile für diesen Großauftrag erfüllen, was natürlich die Schulungszeit und alles einfach nicht eingehalten wurde. Und das Dritte kam noch dazu, dass viele Teile, die nicht bei Eumig angefertigt wurden, einfach vom Material nicht einwandfrei waren. Die Schrauben waren rostig, Beilagscheiben waren rostig und Teile, die für die Dichtung sehr schlampig aufgeführt wurden. So kam zu Verspätung und statt im Februar war Ende Herbst oder Ende Herbstzeiten die Kamera fertig. So war eine wertvolle Zeit für die Sommersaison, die Kamera an den Mann zu bringen. Diese Kamera, so wie ich sagte, ist die Hausfrauenkamera. Ohne Sucher ist die Kamera sofort bereit. Man macht auf. Man legt den Film hinein, macht zu und als Hausfrau kann man nur anvisieren, drucken und filmen. Das ist eigentlich alles. Eine sehr einfache Handhabung. Will man unter Wasser filmen, wird der Sucher aufgesetzt und hier in der Parkstellung ist der Filter. Dieser Filter wird angeschraubt, aber nur für Unterwasseraufnahmen. Und das Einzige, was machen muss, ist umschalten. Überwasser, Unterwasser und das Ganze funktioniert bis zu einer Tiefe von 40 Meter. Das Zoom-Objektiv hat eine Brennweite von 9 bis 30 mm und die Kamera ist wasserdicht bis zu 40 Meter. Über Wasser hat die Kamera 11 Linsen, unter Wasser sind 13 Linsen, die zwei zusätzlichen Linsen, diese zwei Schrauben. Die Kamera hat leider Gottes nur 16 Bilder pro Sekunde. Das ist eigentlich sehr wenig für Unterwasseraufnahmen, wären 24 Bilder günstiger. Die Stromversorgung ist über eine Batterie. Die Filmempfindlichkeit ist automatisch und gebaut wurden von dieser Kamera etwa 50.000 Stück von 1979 bis 1981. Die Kamera kostete damals 4.990 Schilling, nicht gerade günstig für die damalige Zeit. Zu der Originalausstattung gehört auch dieser Teil hier. Und dieser Teil ist eigentlich eine Tasche. Mit dieser Tasche kann man die Kamera transportieren. Da ist dort drinnen wasserdicht und staubdicht und so weiter. Aber nebenbei, wenn es aufgeblasen wird, das ist eine Boje, sichtbar für Motorboote und so weiter, wenn jemand in Unterwasseraktion ist. Zu der Kamera gehört auch diese Originalteil, dieser Kork. Das ist gedacht, dass wenn die Kamera herunterfällt, nicht gleich in der Tiefe verschwindet, sondern ist eine kleine Schwimmhilfe und das ist dann mit der Kamera und die Boje verbunden. Das ist eigentlich diese legendäre Nautica-Kamera. Eine Kamera ohne Hülle. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Bis dato war üblich, dass eine Kamera in eine Hülle eingebaut wurde. Sei es Metall, Plastik
oder andere Konstruktionen. Aber das ist das erste Mal, dass eine Kamera, so wie es konstruiert wurde, gleich unter Wasser gehen, ohne Hüllen. Und diesen Ausdruck, ohne Hülle, haben wir den Dr. Kurt Schäfer zu verdanken. Kurt Schäfer war ein österreichischer Erfinder. Kurt Schäfer war vom Beruf Architekt, er war Ingenieur, Doktor Technik, Unterwasserfilmer, Unterwasserfotograf, Unterwasserarchäologe, er war Hochseesegler, er war Skilehrer, er war Buchillustrator und er war auch ein begnadeter Modellbauer vom Weltrang. Und dieser Mann, ich habe das Glück gehabt, dreimal zu begegnen. Er hat mich dreimal besucht und ich möchte diese drei Besuche nicht missen. Er hat mir erzählt, wie zu diesem Ausdruck ohne Hülle kam. Er ist 1922 geboren und während des Krieges ist er stationiert in der Toskana in einem kleinen Ort Segreto. Dort war er Funker. Aber seine große Liebe war, einmal eine Kamera zu bauen, die Unterwasseraufnahme machen kann, ohne ein Zusatzgehäuse, das heißt ohne Hülle. Und diesen Begriff hat er in einem Brief 1943 festgehalten. Er hat von der Front einen Brief nach Hause geschickt, wohl wissend, dass diese Briefe eine Kontrolle unterlaufen und dort hat den Begriff ohne Hülle verwendet für eine Kamera für Unterwasseraufnahmen. Und dieser Brief ist zensiert, hat von den Militärbehörden irgendeine Durchlaufnummer bekommen, ist archiviert und so war der Begriff geboren, das, was er haben wollte. Und in unserer Begegnung hat Sachen erzählt, wir haben viel gelacht und viel darüber diskutiert. Er hat erzählt 1943 von seinen ersten Versuchen in die Badewanne, eine wasserdichte Brille zu konstruieren. Was ihm natürlich am Anfang nicht gelungen ist, aber nach mehreren Versuchen auch gelungen. Er hat einmal erzählt, wie dann einmal Nachtdienst hatte und seine Gedanken kreisten immer über diese Kamera ohne Hülle und er hat eine Kodak 8mm ganz normale Kamera zerlegt und die wollte dann in ein Unterwassergehäuse einbauen. Er hat einmal auch erzählt von den Katastrophen für ihn, dass ein Bombenangriff dieser Kamera teilweise zerstört wurde und zwei Schrauben waren unmöglich zu reparieren. Er war Tage, Monate lang auf die Suche nach zwei Schrauben, um diese Kamera wieder in Gang zu bringen. Und wie endlich die ersten Gehäuse gebaut hat und Probenaufnahmen gemacht hat, die Kamera wieder nicht funktioniert hat, weil bei diesem Angriff die Feder ausgeglüht war und nicht mehr die Spannkraft hatte, die er gern hatte. Er hat erzählt von den komischen Paketen, die von zu Hause bekommen hat. Die Eltern schickten ihm zu Weihnachten Pakete, nicht Süßigkeiten, sondern er hat sich gewünscht, schwarze Erde, schwarze Sand. Das ist eine besondere Art von Sand, die die Glockengießer und die Gießer verwenden für Schablonen, für einen Gegenstand. Und auf das oder mit diesen Sachen hat er experimentiert.
in die Nächte als Beobachter, konnte sehen, wo ein Flugzeug abgeschossen wurde. Und dann war er mit seinem Rucksack unterwegs, um Metallteile zu suchen, damit er diese Metallteile in Waren gießen kann, wieder für seine Fotoexperimente. Er hat sich befreundet auch mit den Haas und andere Größen der damaligen Zeit und hat angefangen, einmal Unterwasserkameras und Unterwasserfilmkameras zu bauen. Mit der Haas verband ihn, sagen wir so, eine Haasliebe. Er hat für ihn viele Gehäuse gebaut. Nikon, Leica, RolleiAlles kennen auf die Konstruktionen von Dr. Schäfer zurück. Das blieb aber leider Gottes bis dato unbekannt. Es gibt Informationen, dass bei der Suche von Nazigold in diversen Seen Österreichs Dr. Schäfer mit seinen Gerätschaften auch beteiligt war. Er war ein Genie. Es war ein ganz besonderer Mensch, ein Freund und Filmer aus Steiermark, hat ein Video produziert mit dem Titel Das vergessene Genie. Mit diesem Video hat er bei der österreichischen Staatsmeisterschaft goldenen Preis gemacht. Und dieser Mensch, diese Film aus der Steiermark hat gesagt, diese Dr. Schäfer ist die österreichische Kopie von Leonardo da Vinci. Und ich glaube, er hat nicht gelogen. Die Menschen, die ihn gekannt haben, die werden lang, lang in Erinnerung behalten, so wie ich. Und ich vergesse diese langen Gespräche, die wir hier in diesem Raum auch hatten. Ein wertvoller Mensch, der 2020, vor 2 Jahren, gestorben ist. Das war die Geschichte von Neumig, die Geschichte von der Kamera ohne Hülle, eine weltweite Idee, die eigentlich aus Österreich gekommen ist. Danke, dass Sie mich begleitet haben. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.